Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute erklären, wie man die Bewegungsformel anwenden kann. Zuerst einmal müssen wir uns natürlich die Formel angucken, dass wir die auswendig können. Die Formel ist S ist gleich T mal V oder Strecke ist gleich Zeit mal Geschwindigkeit. Falls ihr eine andere Formel gesehen habt und denkt, das wäre die richtige, also wenn ihr irgendwas habt wie T ist, was weiß ich, S durch V, das ist nur eine Umformung von der Formel, also ich erzähle euch nichts anderes, das ist alles der gleiche Käse. Deswegen, wenn man sie umformen kann, reicht es, wenn man sich eine einzige merken kann. Am besten ist, wir nehmen die Begriffe gleich, wie sie sind. S für Strecke, T für das englische Wort Time, V für das englische Wort Velocity. Die wichtigste Baustelle an der ganzen Sache ist eigentlich der Extrakasten da unten. Wenn die Einheiten nicht passen, meine Damen und Herren, müssen wir die anpassen. Das heißt, in solchen Aufgaben geht euer erster Blick immer auf die Einheiten und danach macht ihr weiter. So, wenn wir jetzt hier zum Beispiel gegeben hätten, die Strecke in Kilometern und die Zeit in Stunden, kann ich euch jetzt schon sagen, das Ergebnis wird später in kmh sein. Das sind die beiden Einheiten hier nämlich zusammengesetzt. Und wenn wir uns vorher um die Einheit gekümmert haben, dass das alles passt und wir das Endergebnis kennen, lasse ich die Einheiten zum Rechnen weg. Manche Lehrer bestehen darauf, dass ihr das tut. Meine Ansicht der Dinge ist, es sieht nur noch komplizierter aus, weil ihr alle Einheiten habt. Wenn ihr es vorher anpasst und am Ende die richtige Einheit hinschreibt, ist es in Ordnung. Aber zur Not fragt euren aktuellen Lehrer, wie der das sieht. Das ist für mich der einfachste Weg. Also jetzt hätten wir hier die Strecke ist 100. T ist 5. Und V ist gesucht. Jetzt können wir geteilt durch 5 rechnen. 100 durch 5 ist 20, ist V. Und jetzt bin ich mit der Rechnung fertig. Und jetzt schreibe ich am Ende wieder die richtige Einheit dran. Und die Einheit hier wäre kmh. Das habe ich mir hier vorher überlegt. Aber wir gucken uns das nächste Beispiel an. Unser erster Blick geht wieder auf die Einheiten. Wir haben Kilometer und Meter pro Stunde. Das passt aber nicht. Es kommt der rote Kasten, wir müssen die Einheit anpassen. Also wir überlegen uns zuerst, dass 4000 Meter pro Stunde sind 4 Kilometer pro Stunde. Und jetzt, wo ich mir das wieder überlegt habe, kann ich auch das mit dem verrechnen. Dann benutzen wir wieder die Formel, S ist gleich T mal V. So, dann haben wir 200 ist gleich T mal 4. Geteilt durch 4, 200 durch 4 ist 50. Und jetzt, welche Einheit hat das T? Ach ja, das T steht ja für Time, für Zeit. Und Zeit ist bei uns ja in Stunden. Warum? Weil wir Kilometer und kmh miteinander verrechnet haben. So, und so werden wir jetzt im Endeffekt weitermachen. Die Formel lasse ich mal stehen. Ich empfehle meinen Kunden, die so ein bisschen Panik in der Klausur bekommen, schreiben sich die Formel ruhig oben drüber, es schadet nicht. Gut, gucken wir uns das letzte Beispiel an. Hier haben sie Minuten und kmh. Ha, das scheint aber nicht so ganz zu passen, also müssen wir vorher die 120 Minuten umwandeln in 2 Stunden. Und dann können wir hier anfangen zu rechnen. Dann haben wir nämlich S ist gleich T mal V, diesmal ist die Strecke gesucht. Also S ist gleich 2 mal 30, dann ist S gleich 60 und ganz wichtig, schreiben Sie spätestens am Ende der Rechnung nochmal die richtige Einheit dran. Hier müsste die richtige Einheit kmh und h müsste hier die Strecke in Kilometern sein. Wenn ihr aber dann meistens Bewegungsformeln als Aufgaben habt, kriegt ja nicht immer eine Tabelle vorgegeben, so wie gerade eben, wo halt absolut drinsteht, was was ist. Normalerweise habt ihr eine Textaufgabe. Und sinnvoll bei Textaufgaben ist, dass man sich vorher einfach markiert, was ist gegeben, was ist gesucht. Danach wird es nämlich ein bisschen einfacher. Und wir machen es jetzt mal hier an diesem Beispiel. Tim fährt mit dem Fahrrad eine durchgehende Geschwindigkeit von 5 km/h. Er startet um 10 Uhr und fährt bis 13 Uhr durchgehend weiter. Wie weit ist er denn insgesamt gekommen in Metern? Gut, wir gucken mal, was wir gegeben haben.
Also wir haben hier eine Gehgeschwindigkeit von 5 km/h, also haben wir schon mal V gegeben. Ja, aber da steht doch jetzt da gar keine Zeit. Achtung, die Zeit muss man manchmal auch aus dem Kontext erfassen. Er fährt ja von 10 bis 13 Uhr durchgehend und von 10 Uhr bis 13 Uhr, also sind T 3 Stunden. So, gesucht ist dann die Strecke. Die fragen ja, wie weit, das ist die Strecke. Und wichtig ist, die Strecke sollen wir später in Metern angeben. Also gesucht ist die Strecke in Metern. Es ist immer sinnvoll, wenn ihr euch das vorher kurz markiert. So, und jetzt können wir wieder anfangen an der ganzen Geschichte. S ist gleich T mal V. Dann Strecke ist gesucht. Also können wir da das S stehen lassen. T ist Stunden, V ist km/h. Können wir erstmal stehen lassen, wir werden es später umwandeln. Dann haben wir nämlich 3 mal 5 sind 15, aber Achtung, Stunden mal km/h sind Kilometer. Und jetzt war ja die Frage, wie weit ist er in Metern gekommen? Also machen wir als letzte Nebenrechnung, dass wir die 15 Kilometer mal 1000 rechnen. Hier tun wir quasi nur die Einheiten umrechnen. Und dann ist am Endeffekt 15.000 Meter weit gefahren. Also bei Textaufgaben schreibt euch erst die wichtigen Daten raus oder macht euch eine Skizze. Es ist definitiv hilfreich. Wie immer hoffe ich, dass an dieser Stelle, dass das Video für euch hilfreich war. Wenn es hilfreich war, lasst der Katze doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann, wenn ihr großzügig seid, könnt ihr mich auch gerne für 1 € im Monat auf Patreon unterstützen. Der Link ist unterm Video. Habt noch einen schönen Tag und glaubt weiter an euch.